Ja, natürlich. Gibt es eigentlich auch Geruchsfernsehen? Weil hier riecht das drin. Leute, wenn ihr das riechen könntet. Schnaps. Selber machst. Selber gemacht, ja? Kannst du selber machen. Gibt es Gewürzmischung. Ach so, nö. Hier muss man ja aufpassen. Mit dem Film. Norwegen Engelfreunde zu mir. Ah, wie er gehorcht, ey, Wahnsinn. Also irgendwie ohne Federn gefallen sie mir besser. Du meinst in deinem Grill, oder nicht? Die Hähne kannst du nicht mehr essen. Nee. Die haben schon zu oft getreten. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wenn Jürgen was Schönes zum Spielen gefunden hat. Was eigentlich für kleine Kinder ist, aber wie man sieht, gehört Jürgen auch mit dazu. Das hat nicht geklappt. Aber irgendwie kann er das Spiel noch nicht ganz verstehen. Du bist eine Maus, die müssen mal da fressen. Los! So. Ja, er versucht es immer noch, aber so manche Sachen, ich weiß nicht. Pilze? Nö. Steine haben. Du hast noch 20 Minuten Zeit. Dann kommt er erst. Hübsch. Das spielt so. Mhm. Kommt mit dem Ball raus, ne? Ja. Noch schläfrig da. Aber das sind doch Schönheiten, ey. Scheiße, das ist zu doll wackelt, ey. Für solche Sachen braucht man echt ein Stativ, ne? Ja. Sobald man zu dicht rangeht, wackelt das wie die Hölle. Oh, ich könnte den so dicht rankohlen. Aber es wackelt zu doll. Die haben wir jetzt auf den Turnieren versucht. Das aufzunehmen, aber ohne Stativ, da kriegst du beim Angucken Föhn bei. Du reitest doch auf Turniere, meine Tochter. Ich nicht mehr. Kann 16 Meter tief tauchen, da kommt ein Tierpfleger mit einer Warthose und einem kleinen Kescher natürlich nicht hinterher. Und da hat er sich dann eben ziemlich lange Zeit versteckt. Nein, nicht bald. Und irgendwann hat er sich dann doch zum Schlafen in eine Lebensfalle gelegt. Da haben sie ihn dann eingefangen, gleich wieder zu uns gebracht. Und seitdem lebt er hier in dieser Junggesellengruppe. Die Fischotter, wie wir sie hier sehen, sind bei uns in Deutschland beheimatet. Aber als eurasischer Fischotter hat er ein sehr breites Verbreitungsgebiet. Es geht von Nordafrika über die Iberische Halbinsel, ganz Europa, Asien bis kurz vor Japan. Es ist daher nicht verwunderlich, dass er nicht überall da so selten ist wie hier in Deutschland, wo er kurz vor der Ausrottung steht. Der eurasische Fischotter ist nämlich sehr stark verfolgt worden. Zum einen hat man sein Fell geschätzt. Da kann man nämlich wunderbare Mäntel, Mützen und Jacken draus machen. Außerdem hat man ihn während Not- und Fastenzeiten auch sehr gerne gegessen. So als Not. Da konnte man ihn dann auch schon mal essen, musste ihn nur lange Zeit einlegen. Die Tiere sollen sehr panisch werden. Ja, das größte Problem fand sich allerdings an, als Fischzucht intensiver wurde, auch für die Ernährung der Menschen, einen großen, wichtigen Punkt gespielt haben. Da sind dann die Fischotter in diese Fischteiche reingegangen und haben die Fische schneller rausgezogen, als die Menschen sie reinsetzen konnten. Das war so, als wenn man Vogelhäuschen baut und sich wundert, dass die Meisen kommen. Ja, der Fischotter war da eben dabei.
da fanden die Menschen da nicht mehr so besonders klasse und haben die Parole "Tod den Fischotter" ausgegeben. Und der Fischotter wurde erschossen, erschlagen, in Eisen gefangen, mit Hunden gehetzt. Denn in der Schweiz wurden ganze Flussläufe mit Strychnin vergiftet, nur um den Otter loszuwerden. Die Ausrottungsfeldzug wäre auch fast gelungen, hätte man den Fischotter nicht unter Schutz gestellt. Hier in Deutschland passierte das 1968. Ein Fischotter ist ein reiner Fleischfresser. Was frisst ein Fischotter am liebsten? Fisch, ja, macht rund 60% seiner Nahrung aus. Aber neben Fisch frisst er auch alles andere, was er am, im und um das Wasser erbeuten kann. Das geht los bei Krebstieren und Muscheln, die er durchaus vom Grund sammelt. In bestimmten Bereichen, Skandinavien und Schottland, da sucht er dann sogar die... Hallo, Mauswiesel. Made. Der gefällt mir irgendwie gar nicht. Der schläft. Kann man nicht angehen. Fauler Sack. Deine komische Lache hat ihn gerade aufgeweckt. Ja, das ist ja gut. Mario! Jürgen! Wenn ich jetzt geguckt hätte, hätte ich gelacht. Lach doch nochmal so eklig. Siehst du, da zocken die Ohren wenigstens.